Hallo meine Lieben, Küchenprojekt, vorletzte Platte. Ja, ihr werdet jetzt nicht viel sehen, aber egal, ich lasse euch trotzdem zusehen. Was mache ich? Ich mache die Arbeitsplatte. Ich habe da abgedeckt. Da bin ich sowieso gespannt, ob das funktioniert. Hoch, damit ich es sozusagen dann abziehen kann und es runterrinnt. Ab einem gewissen Zeitpunkt. So, und jetzt werde ich natürlich, das ist ganz ungünstig da jetzt, das habe ich gerade gesehen, da ist Resinuskummer ohne, also Härter ausgekommen, werde ich sofort wegputzen müssen. Oh mein Gott, das pickt alles. Jetzt, wir fliegen gut. Aber gut, kriege mal so her. Hoffe mal zumindest. Bitte, ihr wollt nicht so schwer sein, habt doch da schon eine gewisse Übung. Das mache ich jetzt dieses Mal so. Gut, ich werde also jetzt anmischen wieder. Das Material, das wird ein bisschen langweilig sein. Wenn ihr schon die ganzen Videos von mir gesehen habt, habt ihr das schon mindestens 15 Mal gesehen. 3 Minuten geht's, einfach weiterklicken. Ich mache das jetzt trotzdem. Und mische jetzt für diese Fläche 500 Milliliter Resin an. Mehr brauche ich da nicht. Cool. Irgendwie habe ich das voll im Auge schon gefangen. Wie gesagt, Übung macht den Meister, selbst beim Mischen. So. Dasselbe noch einmal hinauf, also nochmal 500 Milliliter härter. Münder wirklich knausig, sonst trocknet es euch nachher nicht. So, passt. Das heißt, ihr habt eine wunderbare Maschine. Mischt das nicht von Hand. Langsam beginnen. Hoch, runter, hoch, runter. Halt jetzt den Becher fest, wenn er mit so einer Maschine arbeitet. Nicht, dass der euch abhaut.
jetzt noch mache, das sage ich auch jedes Mal, wenn ich dieses Material anmische, am Rand bitte bringt das wieder in die Menge rein. Das heißt, kratzt es von oben nach unten komplett runter. Nicht, dass da sich, wie gesagt, einmal Härte oder Resin sich anhaftet und dann an und für sich nicht mit vermischt ist. Das kann passieren, gerade mit der Maschine. Einfach einmal runter, gut gegangen. Und dann nochmal. Sind denn da jetzt schon 3 Minuten durch? Ja, ich glaube. Also gut, jetzt lasse ich das tatsächlich einfach so abtropfen. Ich bin zwar nicht fürs Sparen, aber auch nicht fürs Verschwenden, sondern jetzt werde ich natürlich da die Farben gleich mischen. Ich werde ein bisschen Weiß reintun, hauptsächlich Rot, Schwarz und Silber. Aber ein bisschen ein Weiß schadet sicher nicht irgendwo. Mehr brauchen wir da schon nicht. So, Pigment zu und weg damit. Ich schaue immer, dass ich das ordentlich verrühre und vor allem, dass ich schaue, dass die Konsistenz passt. Ich mag es nicht so gern so durchsichtig, wässrig, sondern ich habe schon gern Farben. Wenn ich schon welche verwende, dann möchte ich sie auch wirklich ordentlich sehen. Und damit haben wir schon mal die erste Farbe hier. So, was ich noch möchte, ist Rot und davon möchte ich ganz viel haben. In dieser Küche ist alles rot. Dann darf das ruhig auch ordentlich noch rote Farbe bekommen. So, da werde ich sogar noch ein bisschen, glaube ich, mehr machen. Das soll noch ein bisschen mehr Farbe weiß, rot bekommen. So. Geplant habe ich Rot, Weiß und Silber und Schwarz als Grundfarbe. So, ordentlich verrühren. Also das Tolle beim Epoxy, beim Resin, ist, dass man wirklich tatsächlich fühlen kann, wenn es warm wird, dass es zu reagieren beginnt, dass es zu trocknen beginnt. Wir haben 20 Minuten Zeit beim Total Cast. Ich mache keine Werbung für Produkte, ihr kriegt es nicht bezahlt. Aber ich sage es euch, weil dann wisst ihr, wie sich dieses Material, wenn ihr euch für diesen Hersteller oder für dieses Epoxy entscheidet, wie es reagiert. Ich bin jetzt bei dem geblieben. Wir haben 20 Minuten Zeit, es zu verarbeiten. So, weg damit. Und jetzt kommt noch Silber. Ich werde also jetzt wieder dieses eigene Pigment anrühren. Das habe ich einmal gemacht. Das war gar nicht so übel. Ich habe zwar auch ein Epoxy Metallic Silber, aber das wird mir tatsächlich zu silbrig. Und das da verschwimmt doch noch ein bisschen mehr. Das hat irgendwie was von, ja, Puder. Und wird denn noch, denn, wenn ihr das so sehen, so. Also es ist ein ganz schönes Detail. Mache ich jetzt so. Werde ich so einarbeiten. Ich habe tatsächlich noch keinen Plan, wie technisch ich das jetzt mache. Was ich weiß, ist, dass ich keine Swipe-Technik mache, dass ich kein Marple-Spray verwenden werde.
Und ich habe echt keinen Plan. Ich lasse es einfach fließen. Ich lasse einfach mal passieren. So, und der Rest, das wir noch nicht ganz so machen. So. Ich stelle mal das auf die Seite. Ja, was ist da zu achten, wenn ihr in der Küche arbeitet? Gut abgedeckt, definitiv. So, ich werde jetzt da mal ein bisschen einen Schupf daher tun. Mal schauen, wie das wirkt überhaupt auch hier. Und hier. So, der Rest wird natürlich einfärben, jetzt schwarz. Ihr müsst sehr geschockt sein, wenn das Zeug milchig ist, durch diese Luftbläschen passiert es. Geht aber weg. So, das war es dann auch schon mit dem Schwarz. Huch. Wo habe ich jetzt den Deckel? Da. So. Also, ich pushe ja diesen Boden an, das ist sehr interessant. So, jetzt werde ich das dann nochmal runterkratzen und das verrühren. Ich meine, ich habe schon eine dunkle Untergrundfarbe. Von dem her bräuchte man ja nicht unbedingt das Schwarz. Das mache ich auch nicht deswegen, sondern weil es tatsächlich ein anderes Endergebnis gibt, ob es ins Klar oder ob ich es in eine schwarze Fläche reingieße. Ganz interessant. So. Jetzt werde ich mal anfangen hier. Wo habe ich meine Spachtel? Die müsst ihr eigentlich auch hier liegen. Ihr habt vorbereitet, was ich brauche. Ich nehme jetzt rein. Ich vergesse nicht. Na, da. So. Das ist jetzt echt spannend mit diesem. Ja, da sehe ich jetzt da einfach mal drauf loslegen. Keine Ahnung, was ich da wirklich mache. Dann drehe ich das um und lasse es einfach mal runterrinnen. Und ich werde also auch schon so kleine Details setzen. Auf diesen werde ich darüber legen, einfach mal so, damit er sich selbstständig machen darf. So, da habe ich gesehen, kommt sehr viel Weiß. Ich hoffe, die Menge wird reichen.
schauen wir mal. Ein roter Tupfer noch da rein. Hier noch ein roter Tupfer. Hier noch ein roter Tupfer. Und dann lassen wir sie, wie gesagt, wieder rennen. So. Schauen wir mal, wie das wird. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis. Hier werden wir da natürlich den weißen Teil mitmachen. Wie gesagt, hier will ich das Weiß haben. Einmal da rein. Sehr, sehr neugierig, wie das dann kommen wird. So, und jetzt schauen wir mal. An und für sich muss diese Menge reichen. Ich hoffe, das funktioniert. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Anfangen tue ich da am besten, glaube ich, mit diesem etwas schwierigen Teil, nämlich da, wie macht man so kleine Fläche. So, was ich jetzt hier mache, das ist ja nur Gestalten, ja? Danach habe ich immer noch die Möglichkeit, bei mehreren Arbeitsschritten noch Farbe oder Struktur hinzuzubringen. Interessant, da soll es eigentlich stehen bleiben. Das, ja, schauen wir gleich, wenn wir das herkriegen. Ich sehe das alles immer sehr entspannt. Also, das haben die eh schon mitgekriegt von mir. Mir gefällt immer noch das Zufallsprinzip ein bisschen, dass es sein darf. Wie im Leben auch. So, und jetzt will ich aber das wirklich nicht allzu gerade haben, darum werde ich wirklich jetzt da ein bisschen das kreuz und quer verteilen. Ja. Naja, das mit dem Stehenbleiben funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber gut, das liegt sicher an diesem Klebeband.
Jetzt bin ich da schon sehr gespannt. Da habe ich natürlich schon ein kleines Farbenspiel bereits. Ganz interessant. Ups. Und viel Material hier. Da habe ich es ein bisschen gut gemeint. Schauen wir mal, wie das wird. Spannend, Leute, spannend, weil es wirklich so unterschiedliche Farben sind. So, und da habe ich wahrscheinlich sehr wenig Farbe. Da bin ich jetzt ganz gespannt, wie ich das mache. Schauen wir mal, weil die ganzen Dinger jetzt da natürlich schon weg sind. So, da habe ich das erste Problem. Ich habe zu wenig Licht für dieses Eck. Das seht ihr auch gar nicht. Da kann ich euch leider auch nicht zusehen lassen. Ich habe da keine Möglichkeit, euch aufzustellen. Licht habe ich definitiv. Das kann ich holen. Toll. Gut, jetzt sehe ich wenigstens was. Vorbereitet bin ich auch für mehr Gebrauch von solchen Handschuhen. Also da bin ich also sehr gespannt, was da aus dem Ganzen wird. Nochmal ankleben.
Das Material fängt an reagieren, merke ich. Ist okay. Es wird also schon fester. Spielt keine Rolle. Können wir einerseits einmal wieder ein bisschen flüssiger machen durch das Erwärmen. Mit der Heißluft. Ja. Wie sieht denn das jetzt allgemein aus? So? Dann muss ich nochmal marmorieren. Wie gesagt, man kann es noch einmal ändern, beim zweiten Mal. Wäre durchaus möglich, dass mir das vielleicht nicht gefällt und ich sage, ne, muss was ändern, gefällt mir nicht, aber jetzt schauen wir mal, was passiert. Das wissen wir noch nicht. Ganz ehrlich gesagt, wissen wir es noch nicht. So, warum gehe ich die Kante so speziell durch? Ich möchte, dass sich da ein bisschen Material ansammelt, damit es schön runterrinnen kann. So, jetzt schauen wir mal noch so, ob sonst irgendwo irgendwas irgendwie verbessert werden kann. So, schauen wir mal. Gut, jetzt lasse ich das einmal so. Jetzt habe ich es mal aufgelegt. Und jetzt werde ich etwas Spezielles machen. Und zwar, ich habe das ja schon mal gemacht. Nein, noch nicht gleich. Zuerst werde ich es tönen. Damit das ein bisschen sich verläuft. Dann werde ich das machen. So. Das ist ja so eine Dreckerei. So, nochmal Lichtwechsel, Entschuldigung.
super cool. Also das verschwindet ganz toll. So, noch einmal werde ich jetzt aufreißen. Und zwar mit dem ohne Pigment, also purer Spiritus. Ganz fein nur, dass es sich wirklich schön aufreißen kann und verschwimmt und eine schöne Struktur gibt. Ich werde es auch noch einmal noch hat. Mit diesem super Pigment und in Kombination mit dem Spiritus, so ähnlich wie hier, nochmal behandeln, dass es wirklich komplett zusammengehört. Dann habe ich nämlich echt was ganz Besonderes. So, jetzt werde ich noch ein paar Strukturen ziehen, weil das eben so ist bei mir. Wenn es auch zusammenpasst. Mit dem Rest von der ganzen Küche. Das hat schon einen ganz besonderen Touch schon durch das, wie es ist. Gut, das ist der Hammer. Das gleiche können wir noch mit dem Weiß machen, wenn es denn noch einen kleinen, allzu kleinen Rest gibt. Und wieder reinziehen können.
Ja.